Weil die nützt Schleichen auch nichts, die finden einen sofort. So, Inventar, na toll, da haben wir wieder, ja, wir müssen wieder ein bisschen was loslassen. Rohstoffe, haben wir bitte, hab irgendwas doppelt, bitte hab irgendwas doppelt, was ich wieder aufgenommen habe, weil ich doof bin. Leider haben wir nichts doppelt. Zwei Schnellreisepakete, die würde ich auch mal gerne irgendwann verwenden. Dann sind die zumindest weg. Scheiße. Kann man Widerstandstränke herstellen? Okay, können wir, wenn ich mal ganz kurz, wenn ich hier mal herstellen mache, ne? Und wir machen aus den Sachen, die wir haben, Fallen, Gesundheitstränke, Widerstandstränke. 0 von 3. So, Feuerwiderstand ist vielleicht sowieso mal ganz praktisch. So. Nochmal, halten geht nicht. Wir sammeln die ganze Zeit diese blöden Blumen, aber wir benutzen diese Tränke gar nicht. So, Aufgabe erstellen, brauchen wir nicht. Gesundheitstränke. Stärkungstrank. Was brauchen wir? Fettes Fleisch und Knochen. Ah, alles klar. Oh, oh, das ist aber kein veganes Spiel, du. Das ist kein veganes Spiel. Ich dachte, da kann man sich so ein Smoothie zischen, aber stattdessen machen wir uns eine Fleischbrühe. Okay, wir müssen Fleisch sammeln für Genesungstränke. Das ist auch interessant. Vielleicht gucke ich mal generell. Bei Fallen können wir mal gucken. Schockfalle, detonierende Sprengfalle. Oh, das ist vielleicht ganz gut. So, haben wir auch voll. Wir sammeln die ganze Zeit und ich mache aber nichts. Warte mal, herstellen, mache ich mal weiter. Tragekapazität. Waffenbeutel vergrößere dann. Ach, hör auf! Willst du mich verarschen? Ja, dann ist easy. Jetzt brauchen wir noch 5 reichhaltiges Fleisch und zufällig stehen wir hier gerade vom Wildschwein. Zufällig stehen wir hier vom Wildschwein. Da haben wir jetzt nicht so viel reichhaltiges. Wieso kann ich hier mit dem Fleisch meinen Beutel vergrößern? Ich will es gar nicht wissen. Da liegt irgendwas Todes. So, da hinten ist noch ein Wildschwein. Wir gehen jetzt auf Jagd. Wir werden alles vergrößern, was wir haben. Hashtag Penis Enlargement. Oh, 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 da, wo diese Maschinen hergestellt werden, müsste ich einen Weg finden, sie zu überbrücken. Ich will nicht, dass der uns sieht. Das wäre mega ungeil. Der klang halt wieder näher. Ah, bin mir nicht sicher. Okay, toll. Da, die Wildschweine, weißt du, die hängen alle da drin jetzt. Das sind alles Mitläufer. Da drüben. Wieso? Das Wildschwein, Mann, Mädchen, was ist denn wrong? Was ist denn wrong mit dir? Nein! So, entschuldige, kleines Wildschwein, aber du weißt genau, eben heute haben wir 2 von 4 und wir können bald unseren Beutel etwas vergrößern. Großartig, das finde ich total geil, dass wir unseren Beutel vergrößern können, Inventarbeutel. Voll geil, das wusste ich gar nicht, dass es überhaupt geht. Und jetzt so viel... das brauche ich vielleicht noch. So viel Glück, dass wir das sowieso auf der Wildschweinjagd gerade gemerkt haben, dass wir mit Fleisch offenbar ganz viele Sachen vergrößern können. Nicht nur mit Schrauben, aber wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich, ne, damit wir kein Leder sammeln müssen. Würde ich vermuten. So, liebe Maschinen, stört euch nicht an mir. So. Auf der Wildschweinjagd. Ehrlich gesagt, tut mir die fast ein bisschen leid, aber ganz ehrlich, wer genug Asterix und Obelix gelesen hat, der weiß genau, wie das ist mit der Wildschweinjagd. Schweinsknochen, geil, da lese ich erstmal meine Zukunft raus auf 9 Live. Voll gut. Da drüben sind ein paar Lichterlein und da geht's irgendwie rüber, was ist denn da? Ach, das Türmchen, in dem wir waren, alles klar. Okay, ich schau mal ganz kurz beim Herstellen. Tragekapazität, voll geil. Dein Rohstoffbeutel, Modifikationsbeutel, was können wir noch... Ja, oh, Köcher können wir... Alter!
Ich bin mega happy. Reichhaltiges Fleisch. Rohstoffbeutel erhöht. Jetzt brauchen wir zweimal Schweinsknochen. Einmal haben wir schon. Das ist voll geil. Jägerbogenköcher, Scharfschussbogen. Guck mal, Jägerbogenköcher können wir schon machen mit Lohr. Schweinsknochen. 10% sind aber nicht so viel, ne? 15 von 40. Das ist geil. Sehr, sehr gut. Die Bäume werden immer dichter. Ja, ich werde auch mal dichter. Wenn ich saufe, werde ich dichter. Oh, Welt, die du prangest. Fallballa, der du da hangest. Was ist das da oben? Da lag gerade irgendwas drauf, was da nicht hingehört. Kann ich... Erstens, was ist das? Eine Vorratskiste. Rohstoffvorratkiste. Und wir haben auch schnell drei Schnellreisepakete. Ne, ein Schnellreise. Und hier auf Panorama-Cache zugreifen. Panorama Punkt 1 von 2 Vorschau-Museum. Wie geil ist das denn bitte? Das sieht jetzt so aus und früher sah es so aus. Panorama-Audio, warte kurz. Apokalypse-Sturm-Tour Tag 3. Ich war 13, als ich hier eingebrochen bin und randaliert habe. Ich und dieser Junge, ich glaube, er hieß Star. Das war meine erste Verhaftung. Ein großartiger Tag für die Matti-Familie. Was für ein verkorkstes Kind ich war. Voll geil. Ich liebe dieses Spiel. Da ist einfach so viel drin. Sachen, mit denen man einfach auch gar nicht rechnet. Metallscherben, vielen Dank. Oh, und ich höre Schweine. Problem ist... Ah, komm. Das Schwein gehört mir. Ich laufe da mal von der Richtung aus ran. Genau, ich möchte es nämlich in diese Richtung locken, weg von den Maschinen. Also locken heißt, locken ist gut, ich möchte es treiben, so nennt man das, glaube ich. Also nicht, ich möchte es nicht mit dem Wildschwein treiben, sondern ich möchte es in eine andere Richtung treiben. So rum muss ich das wohl, nicht, dass man nämlich da falsch versteht, ja, das ist wichtig. Okay, ich verstehe. Ah ne, das ist ein Weg, das ist gar kein Fluss. Ich dachte gerade, die trinken aus dem Fluss. Ich wollte gerade sagen, ich verstehe, also ich kann damit leben, dass es Roboter-Tiere gibt hier, weil vielleicht die echten Tiere ausgestorben sind, hat man vielleicht einen adäquaten Ersatz gesucht, ich weiß nicht genau. So, just for fun. Ein kleiner Graser. Autobahngraser 3. Stufe 14 erreicht. Da freue ich mich. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz in der Tasche und sofort... Muss da immer wieder übertreiben. So, die da hinten wissen noch, dass wir hier sind. Eine Lohe. Und noch eine Lohe. Vielen Dank. Lohe Ostern, sage ich da immer. Lohe Ostern. Gut, ich gehe nochmal ganz kurz auf Herstellen, weil ich jetzt einfach... Ich bin so... Haben wir Outfits modifiziert? Haben wir das Outfit modifiziert? Nee, ne? Nahkampfschutz und Schockschutz. Eisgewebe, Verderbnisschutz. Ich mach mal Nahkampf und Schockschutz. Jetzt haben wir noch ein bisschen Schutz drauf. Fallen und Tränke, Trager mit den Munition. Trankbeutel. Die Tränke sollten wir echt mal machen dann auch. Jägerbogenköcher, lalala. Modifikationsbeutel kann man auch vergrößern. Reinholz Messner. Ich glaube, den Witz bringe ich noch 10-mal. Outfitbeutel, aber nicht unbedingt den Waffenbeutel, würde ich gerne vielleicht noch. Die Waffeninventarkapazität. Da können wir noch mehr Waffen mitschleppen. So, wir sind aber gerade auf Wildschweinjagd. Nicht auf Graserjagd. Oh, den haben wir noch nicht hier. Entschuldige bitte, ich wollte dich in die Abschlachtung aber liegen lassen. Ich nehme alles mit, was du mir zu bieten hast. Dein Tod soll nicht umsonst gewesen sein. So. Milzibäume.
So, die Frage ist nur, wir brauchen jetzt natürlich immer Fleisch. Ich weiß noch nicht genau, muss ich da immer... Wir sollen ja Wildschweinknochen tatsächlich auch jagen. Sammeln. Wildschweinknochen jagen wäre sinnlos, die liegen ja nur rum. Da ist eine Jagd ziemlich unspannend. Guck mal, da oben geht ein fettes Seil runter. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo wir sind. Wächter. Hier war jemand vor uns. Oder Benzin alle. Weiß man nicht so genau. Waren wir hier schon mal? Ich weiß es nicht. Da hinten ist ein Wildschwein. Das catchen wir uns natürlich. Es ist sehr, sehr dunkel hier. Da hinten rennt es, aber wir wissen alle, es ist verderbens. Normalerweise ein Wildschwein würde Haken schlagen, würde sonst was machen. Die Wildschweine hier sind schon so ein bisschen domestiziert. Ich glaube, damit wir die besser eliminieren können. Mich wundert, dass es davon keine elektronischen Geräte gibt. Warum sind Wildschweine nicht ausgestorben? Aber Pferde. So. Jetzt sind wir wieder bei der Ruine hier. Lagerfeuer, sieht cool aus. So, hier könnte man noch was handeln, theoretisch. Hier müssen wir nicht unbedingt hin. Und wir brauchen noch zweimal Wildschweinknochen. Ich sagte, dass ich Wal und Zona beim Roten Echo treffen würde. Ja, ja, das weiß ich. Das musst du mir nicht sagen. Wir machen aber gerade erstmal die Nebenquest. Sehe ich das richtig? Den Ring müssen wir finden. Pass auf, wir laufen erstmal zum Ring. Dann können wir unterwegs vielleicht noch ein paar Wildschweine abschlachten. Das hätten wir vielleicht gleich zu Anfang machen sollen. Denn bei uns... Ich höre wieder was. Denn bei uns im Revier, da waren sau viele Wildschweine. Ich erinnere mich noch dran. Truthühnchen. Ich machte mal Trut. So. Zum Glück müssen wir nicht auch auf Ausdauer achten. So. Ja, komm, ich bin eh wieder weg. Wir rennen erstmal ganz kurz dahin, wo wir den Ring suchen müssen. Der Ringsucher. Ich sage, es ist wieder Shadows of Mordor, jetzt müssen wir einen Ring suchen. Was ist da los? Alter! Du Kackgaul! Ich wollte überhaupt nichts tun, ich wollte nur an dir vorbeirennen. Faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Dafür wirst du büßen. Na Kleiner, jetzt sieht die Welt schon wieder anders aus, wa? Willkommen auf der guten Seite. Dann wollen wir mal. Hey Freunde! Was läuft? Am besten ihr. Jo, Kuppels! Alfaletti! So, guck mal, die Sonne blutet wieder. Jo, ich bin es. Hey, was läuft? Am besten ich, weg vor euch. Ich glaube, ich bin schon wieder falsch, ne? Ich bin schon wieder... Jo, Freunde! Hallöchen, ihr geilen Gazellen! Oh, bis mich einer da wirklich mal vom Pferd kickt. Alter, was ist denn das für ein Slalomlauf hier? Jetzt muss ich wieder zurück.
Was ist los mit dir, Wegweiser? Kümmert euch einfach um eure Sachen. Ja, so ist es. Genau, gib's die, Mädchen. So. Jetzt muss ich doch da wieder rüber. Was? Will der mich verarschen? Der schickt mich am Kreis. Der Pena. So, ich geh jetzt hier zu Fuß. Da drüben? Nee. Untersuche das Gebiet. Ah, klar. Guck mal, wer da hinten kommt. Toll, habe ich das gemacht, dass die jetzt da hinten rumlaufen. Schwierig, die Spuren auseinanderzuhalten. Aber das hier war Tal. Und ein Wildschwein. So. Nicht markiert. Boah, und starb es wohl. Schauen wir das mal. Von wem redet die Frau? Sorry, der hat echt gestört. Woran starb es wohl? Schauen wir uns mal. Ist ein Anfang. So. Oh, das Tier hier. Das lebt ja noch. Das atmet noch, oder? Guck mal. Etwas steckt ihm im Hals. Ah. Ja, das ist Times Ring. Ah, alles klar. Der Ring ist Hundefutter. Ich frage mich, wie können wir die eigentlich tamen? Würde ich gerne wissen. Wie können wir die denn tamen? Grasarme Metallscherben. Sehr gut. Eine Lohe kriegen wir auch. Einen haben wir zumindest runtergeschossen. Und er hat irgendwas Blaues hier dabei. Eisschutz, ja super. So, und jetzt müssen wir zu Time zurückkehren, die Sachen zurückbringen. Mal kurz den hier. So, da haben wir den Beutel fast wieder voll. Der Schnabulator. Das ist ab sofort mein Heldenname. So, wahrscheinlich werden die sich nicht freuen, dass ich hier rumlaufe. Versuche trotzdem irgendwie vorbeizukommen. Ah, sehr gut. Die haben einfach gerade die Fresse im Trog. Die ignorieren alles. Das ist wie Mittagessen bei uns. So, ganz normal. Gut, schön, dass wir hier ins Eisgebirge geschickt werden. Aber jetzt geht der... Ja, was ist denn mit der Markierung? Großartig. Habe ich mich so darauf konzentriert, an den Dingern vorbeizukommen, dass ich hier was verpasst habe, offenbar. So, hey Freunde, bitte nicht angreifen. Okay, Aloy. Und jetzt? Jetzt. So. Was ist jetzt? Wo ist er jetzt? Wir müssen jetzt hier irgendwie rüber, oder was? Hier. Ah, ist klar. Und dann hier so. Ich komme da gar nicht ran. Da ist das Seil, aber ich muss da drüben, glaube ich, dran, ne? So, warte. Ich habe Angst, dass wir jetzt hier nämlich uns auf die Fresse legen. Wir müssen... Ah, ist klar, guck mal.
gehe ihn erstmal aus dem Weg. Das war vielleicht nicht so schlau. Willst du mich verarschen? Ich bin voll auf Seil gesprungen. Knack. Ich bin auf Seil gesprungen, aber die greift das Seil einfach nicht. Schade, ich dachte, das klappt. Ich wollte mit dem Seil dann irgendwie runterrollern, aber das scheint nicht zu funktionieren. Okay, wir bringen den Ring einfach zurück. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht alles nochmal machen. Kehre zu Time zurück, alles klar. Oh gut, wir sind jetzt hier. Haben nicht allzu viel verloren, aber die Wächter sind wieder da. So. Ich gehe jetzt einfach hier links rum. Ich folge einfach nicht der Weganzeige, ich gehe einfach links rum, statt einfach stur der Wegbeschreibung zu folgen. Gehe ich wieder meinen eigenen Weg, mache mein eigenes Ding, weil ich was eigenes bringe. So, zack. Was sind das denn für geile Ruinen wieder hier? Ich stehe auf diese alten Hausruinen. Ist das wieder der Turm, wo wir nichts drin gefunden haben? Oder warte mal. Mal kurz den hier machen. Ja, ich glaube, da ist nichts drin. Also wir haben letztes Mal natürlich diese Geheimkiste gefunden, wo dann letzten Endes gar nichts drin war. War nicht so geil. Danke, Spiel. Ja, da möchte ich unbedingt hin. Ich mach mein eigenes Ding. Ich bin der Superspieler. Ich finde bestimmt einen eigenen Weg. Und hier ist nichts gelb markiert, da kann ich nicht springen. Also, merken, wenn ihr irgendwann in der Wildnis gefangen seid, ihr könnt nur auf Sachen springen, die gelb markiert sind. Sonst wird das nichts. Egal wie griffig der Fels auch ist, ihr kommt da nicht hoch. Es muss gelb markiert sein. Sonst gibt's Probleme. So, da ist zum Beispiel gelb markiert. Hallo, hier nicht. Hallo? Ja, jetzt muss ich. Aus Prinzip. Entschuldige. Ich habe eine Allergie gegen Wächter. Ganz schlimm. Wurde diagnostiziert, ärztlich bei mir. Bitte keine Witze darüber machen. Das ist ganz schlimm geworden. So, na gut. So, hier dann Hopsa. Da hinten sind die Brüder. Ja, ja, werd mal aufmerksam. Dann umsegeln wir die eigentlich. Wir könnten die theoretisch platt machen, aber das ist mir da auf der Bergspitze ein bisschen zu riskant, wenn ich ehrlich bin. So, willkommen zurück in Mutterschutz. Da sind wir wieder. Diesmal von der anderen Seite. Ach so, ach, wir müssen da lang. Okay. So, aber wenn ich schon mal hier bin, ganz kurz mal den hier machen. Und da haben wir den Kollegen. Hey, Time. War die Jagd erfolgreich? Ich habe die Eber heute und dein Glücksring, Time. Urmutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat er gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich trage ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. So, Auftrag abgeschlossen. Diese Belohnungskisten. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Wir haben so viele Testkisten hier, Schatzkisten. Wir haben so viele inzwischen. Sollen wir mal öffnen? Bemerkenswert. Lohe Schockfalle. Okay, können wir nicht machen. Metallgewehr, lalala. Detonierende Idee haben wir auch schon. Oh, Gesundheitstrank, sehr gut. Kühlsaft, Schnellreisepaket, sehr gut. Das können wir auch nicht machen. So, Metallscherben. So, reichhaltiges Fleisch. Noch ein Schnellreisepaket. Wir sollten die vielleicht mal nutzen, die Schnellreisepakete. Irgendwann. Stärkungstrank. So, jetzt haben wir so ein paar Dinger hier geöffnet. Spezialobjekte, was haben wir denn hier?
Energiezelle. Quest aktivieren. Ein Akku für ein militärisches Holoschloss aus der Mitte des 21. Jahrhunderts. Altes Waffenlager. Da kann ich Quests aktivieren? Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß. Okay, hier kann ich eine Quest aktivieren. Bei den beiden nicht. Metallblume Modell 1 wird auch verkauft. Aber soll ich die wirklich verkaufen? Fuck. Wir werden niemals die Hauptquest verfolgen. So, wir haben einen Punkt jetzt wieder. Drücke für einen Angriff, der Gegner am Boden stark schädigt. Leichte Sperrangriffe schlagen wahrscheinlicher. Ja, ich benutze die leichten Sperrangriffe ehrlich gesagt relativ selten. Sollte ich vielleicht öfter mal machen, aber... Schlagen wahrscheinlicher, schlagen viel wahrscheinlicher. Niederschlagen, schwere Sperrangriffe schlagen Maschinen schneller nieder. Boah, geil. Mehr Schaden, wenn Alois Gesundheit niedrig ist. Das will ich ja nie haben. Konzentration. Wir wollten hier, ne? Wollte ich das nicht machen? Genau, lautlos schlagen. Genau, da wollte ich hin. Schlag von unten, sowieso gut. Hier bei Wachhäusern. Wupp. Einmal kurz runterziehen und dann ist Ruhe. Sieht auch cool aus. Und dann wollte ich das hier machen mit den Elite-Gegnern. Einfach... Ich weiß nicht genau, ob das auch bei Tieren gilt oder nur bei menschlichen. Steht ja da. Menschliche, mächtige und Elite-Gegner. Okay, ist nur bei menschlichen. Alles klar, okay. Dann würde ich vielleicht... Starker Schlag plus 30% mehr Schaden bei Schlagangriffen. Stiller Schlag von oben, von unten, Anführerschlag. Das hier ist der Anführerschlag. Also, wenn man das hier kombinieren würde, bist du, glaube ich, schon relativ gut unterwegs, aber bei Nahkampf eher. Da könnte man, glaube ich, eher hier rauf gehen. Ausweichtalent für eine lange... Oh, auch cool. Stiller Sprint. Du sprintest leise, sodass dich nahe Feinde nicht so schnell bemerken. Okay, das ist auch geil. Leiser Sprint ist auch sehr, sehr cool. Ich finde nur oben beim Auge, das sieht man hier gerade im Video, ich finde oben beim Auge sollte dann auch nicht, sollten dann diese Lautstärke-Dinger nicht angezeigt werden, wenn man sprintet. Sparintet. Wobei, das ist ja... Die Lautstärke-Symbole sind aber Lautstärke-Symbole. Das ist nicht so, dass das Auge plötzlich was hört. So, na gut. Wir sparen erstmal. Jetzt die Frage. Quests. Nebenquests. Altes Waffenlager ist Stufe 25, das wollen wir nicht. Ansonsten haben wir alle Nebenquests... Haben wir echt schon abgeschlossen? Das war gerade ein Auftrag. Zuflucht. Dance, Kriegerkameraden sind verboten in Ruinen. Jaglok haben wir auch gemacht. Dann machen wir das hier mal. Erledige Sägezähne, Stufe 10. Erledige Sägezähne ist natürlich auch eine lebensbejahende Info. Aber vielleicht wird es mal Zeit, dass ich mich den stelle und mal gucke, wie man die schneller hinkriegt. Das erste Mal haben wir ja relativ lange dafür gebraucht. So, gut. Da das Inventar jetzt vergrößert ist. Ich schaue noch mal ganz kurz, Entschuldigung, beim Herstellen schaue ich mal ganz kurz eben. Tragekapazität, Rohstoffbeutel, brauchen wir zwei Schweinsknochen, haben wir jetzt null. Okay, Multivegasionsbeutel können wir machen, reichhaltiges Fleisch, okay, dann machen wir das. Ich war selbst schuld. Hoffentlich sehen Sie dort nicht verdorbene Maschinen. Wir brauchen Knochen. Davon bekomme ich Albträume. Ich werde auf jeden Fall das Inventar vergrößern, wann es nur geht. Quest aktivieren, die Rache der Nora. Ja, ich weiß. Aber wir machen erstmal die Nebenquests. Ich möchte einfach, wie immer, möchte ich so viel mitnehmen wie möglich. Hab ich gesehen. Dann mal los. Toll. Oh, und Zeitlupe. Krieg ich weniger Schaden. Was ist das denn? Ich bin der beste Spieler der Welt. Okay, warte. Scheiße. Ich dachte, ich mache den Coup von der Brücke fertig. Komm ich hier auch... Ich würde hier echt gerne raus. Darf ich hier raus? Hier am Zippel. Bitte, nein. Ja. Das war schwierig, aus dem Wasser rauszukommen. Aber wenn man erstmal drin ist, dann natürlich auch begründet. Ja, geil. Weißt du was? Leck mich doch am Arsch, wie soll ich denn hier wieder wegkommen? Hä? Was? Wie soll ich hier wieder wegkommen? Hallo Game Design. Wenn man da von der Brücke fällt, ist man gefiegt. So, erstmal eine fette Arschbombe. Das ist ja wohl scheiße.
Plätscher. So, toll. Jetzt bin ich genau auf der anderen Seite. Und ich komme hier auch nicht raus. Na, jetzt komme ich raus. Okay. Ich hasse es. Ich glaube dafür, ganz ehrlich, für die Strecke täme ich mir sowieso einen Gaul. Der da drüben sieht auch lieb aus. Ach, ich brauche mir gar keinen Gaul tämen, wir haben ja einen. Wollen wir mal folgendermaßen, so. Blitzer! Da kommt Blitzer angeritten. Ich hoffe, der greift uns nicht auch an. So. Ne, ich reite jetzt nicht durch die Stadt.